Willkommen zurück bei Arma 3. Ich bin der Joker und heute wieder bei mir der Blaze. Genau, und jetzt kannst du deinen schwulen französischen Akzent weglassen. Alles klar, werde ich machen. So, Kaffee steht bereit. Arma 3 Alpha lädt und es wird mit Sicherheit wieder ein paar Probleme geben. Ich hatte jetzt so eine kleine. Also ich hatte jetzt eben gerade eine kleine Testrunde gemacht und habe probiert und probiert. Und das letzte Mal war es ja so, dass wenn wir, beziehungsweise wo ich Arma 2 Charaktere auf eine Arma 2 Map gesetzt habe, dass das Spiel immer abgestürzt ist. Und dann haben wir bei Stratis ja alte Einheiten eingefügt und auf einmal hat das funktioniert. Also fügen wir jetzt auf Arma 2 Karten Arma 3 Charaktere ein. Und da das hier nur möglich ist, Sniper einzusetzen, könnten wir jetzt eigentlich auch nur mit den Snipern spielen. Nur jetzt fällt mir gerade was ein. Ich glaube, das sind die Arma 2 Sniper. Wir können gar keine Arma 3 Einheiten Doch, benutzen, doch, habe ich. doch, doch. Ich habe das jetzt schon gesehen. Der hat nämlich auch, das sind die Sniper, die haben nur hinten auf dem Rücken diese Tarnung drauf oder diesen Ja, Ghillie ja. Suit, ne? Und vorne ist Und ja frei. ja. Nur, was ich jetzt glaube, was dann passieren könnte, ist, dass wenn ich Arma 2 Gegner auf eine Arma 2 Map setze, dass das Spiel wiederum abkackt. Das heißt, wir Also können jetzt zwar mit Arma 2 Karten spielen, aber die Gegner müssen Arma 3 Spieler sein. Oder Charaktere. na, mal schauen, ob das wirklich so ist. Gut, wo wollen wir es ausprobieren? Generus. Ja, vielleicht was mit Zagareb? Ne, das geht nicht. Weil wenn man, Ach das so. sieht ja scheiße aus. Das passt so überhaupt nicht, wenn wir da mit grünen Ach Snipern so, ziehen. ja. Ja, Und dann mach halt, mach mach Janos. mal Cerno. So. Ich bin ja auch gespannt, wie die Gegner mit der Umgebung zusammenarbeiten, ob die Bäume als Bäume erkennen und so wie in Arma 3 auch immer in Deckung gehen, oder ob die das alles einfach ignorieren, weil das eben keine offizielle Karte ist. Dass das für die eine ebene Fläche ist und wir zum Das Abschuss könnte bereitstehen. sein. Ja. Ja, das könnte sein. Also Aber praktisch, wir lassen uns das sehen und pff, richtig. Und Headshot. wir müssen durch die ganzen grasigen Ebenen und Wälder gucken. Ja. Gut, wir werden es sehen. Wie findest du eigentlich die KI von Arma 3? Also ich habe, also ehrlich gesagt, ich habe es am Anfang mal probiert. Und bei Arma 2 war es ja immer so, dass wenn ihr die ein Stück zu hoch von der Schwierigkeit gesetzt hast, waren die vom Prinzip her so, dass sie auf 3 Kilometer mit einer AK dir einen Headshot verpassen konnten. Wenn du es zu tief machst, ja, dann sehen sie dich immer noch nicht, sobald du 2 Meter ran bist. Und hier ist es irgendwie ähnlich gewesen. Also, wo ich das erste Mal eine Mission gemacht habe. Findest du? Ja. Also Das ich war, hab die haben mich da. nicht gesehen, die haben nicht zurückgeschossen, gar nichts. Ich konnte so dicht an die ran. Jetzt muss ich erstmal gucken. Also ich hab da irgendwie andere Erfahrungen gemacht, weil also was ich jetzt gut finde, dass die auch mal in Deckung gehen, wenn sie beschossen werden, dass die auch so Gruppen sich in Gruppen aufteilen. Okay. Das heißt, wenn du so eine größere Gruppe von 10 Gegnern oder so hast, dann gehen die auch mal in Zweiermannschaften auseinander. Okay. Und das fand ich bisher eigentlich immer ganz cool. Aber du hast schon recht mit dem, also die erkennen manchmal Hindernisse nicht so als Hindernisse an, sondern können da überall durchschauen und ja, haben auch diese, ja, ich weiß nicht, bei Nacht zum Beispiel, da kann man schon recht nah dran und dann tagsüber haben die dann wieder eine Sichtweite von 3 Kilometern oder so. Ja. Also, das stimmt schon, also. Da müssen die noch unbedingt was machen. Auf jeden Fall. Bis zum Release. Ich füge jetzt mal German Weapons ein. Und dann, oh, was machen wir denn? Ich lasse jetzt mal. Machen wir es denn am dümmsten? Erstmal, ich weiß nicht, wo mein Aschenbecher ist. Scheiße. Okay, ich versuche es jetzt mal. Ja, mit den neuen Waffen ist eh langweilig. Obwohl, die könnte man eigentlich mal testen. Ja, aber eigentlich geht es ja in dem Video hauptsächlich darum, die Die Arma alten 2 Waffen. Sachen zu zeigen. Okay, okay, Ja. okay, okay.
Gut, dann mache ich das jetzt mal eben. US Army. Machen wir noch Basic Weapons und dann machen wir die Special Weapons hoch. Dann machen wir. Vergiss nicht zu speichern, bevor du es probierst. Nicht, dass du Ja. alles nochmal machen musst. Das wäre natürlich nicht so nicht so gut. So, da haben wir das irgendwie nochmal. Egal. Aber weißt du, was ich auch mal für eine Waffenkiste reinpacke? Und zwar eine russische. Und zwar haben die diese VS, nee, ASVAL oder ASVAL oder keine Ahnung wie. ASV, ja, ich weiß, welche du meinst. Das ist ja nun mal das übelst geile Ding. Vor allem gleich Das Schallgewehr. Teil hat doch fast null Rückstoß, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es bisher nur einmal probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich weiß, in Arma 2, das hatte echt kaum Rückstoß und deswegen war Ja. die so überpowered und richtig geil. Aber da das sowieso, wir haben ja schon gemerkt, keine von den Waffen hat echt einen Rückstoß, deswegen ist es eigentlich egal. Ja, eben. Aber die ist verdammt leise. Ja. Du stehst ungefähr 10, 20 Meter weg, du hörst das Ding nicht mehr. Also wäre es vom Prinzip her nicht möglich, dass die uns bemerken, wenn wir jemanden aus 50 oder 100 Metern Aber abschießen. ich glaube, das interessiert die KI nicht wirklich, ob man das hört oder nicht. Schauen wir mal. Also es lädt auf jeden Fall. Das sehe ich jetzt hier schon am Ladebalken. Zwar sehr langsam, aber ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Engine-Umstellung zu tun. Ja. Vielleicht müsste ich bei... ja, jetzt kommt wieder der Standardfehler. Okay. Also von der Auflösung her müsste ich vielleicht auch ein bisschen was runtersetzen. Ich habe jetzt auch die neue Waffe von Arma 3. Eine JTAG oder wie sich das Ding nennt. Mächtiger Badaboom. Übelstes Teil. Hast du eigentlich gemerkt, dass die oben rechts diese jetzt die Stellung von dir anzeigen, also ob du hockst oder stehst? Nö, da stehen bei mir nur Fehler, die jetzt gerade auftreten. Okay. Also. Nee, weil wenn du ganz normal spielst, jetzt Vanilla-Version, dann muss Zeigt man es drauf das an? achten. Okay, ich probiere jetzt mal während des Spiels. Da kann man doch bei Video noch einstellen. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen runtergestellt, muss ich ehrlich sagen. Arma 2, Trees und Grass. Vielleicht bringt das ja was. Wenn ich das hier noch umstelle. Dann rendert der weniger Bäume, glaube ich. Ja, es bringt auf jeden Fall was. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, es sieht nicht schlecht aus jetzt, aber so von der Distanz her, wenn ich jetzt so gucke, sieht irgendwie alles so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen bescheiden plastisch aus. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Grafik ein bisschen runtergestellt habe. Es ist auf jeden Fall, naja, schauen wir mal weiter. Also, es funktioniert auf jeden Fall. Achso, was ich jetzt eigentlich noch sehen wollte, war jetzt die Waffenkiste von den Russen. Also es läuft in der Preview. Sehr gut. VSS Vintores heißt das Ding. Ah, das Teil. Das schießt mit 9 mm, oder? Als Munition. Nee, doch. Doch, hast recht. Doch, eben. VSS Also, Vintores. Jetzt müssen wir mal gucken. da brauchst du ziemlich viele Treffer, bis der Gegner umfällt. Okay. Ja. So toll ist sie nicht, glaub mir. Aber können sie ja trotzdem mal spielen, wenn du willst. Ich werde es mal kurz vom Schießen her ausprobieren. Ja, als Zweitwaffe könnte man sich's vielleicht mit reinpacken. Aber Ja, ich glaub sogar, dass das war ursprünglich mal eine Sniper. Ja. irgend sowas, ja. Vielleicht, oh, keine Ahnung. Gut, dann unterbreche ich jetzt erstmal die Aufnahme. Ich baue hier ein bisschen was zusammen und was dabei rauskommt und wie wir die Mission dann bewältigen, das seht ihr dann später. Also bis gleich. So, liebe Freunde, bei mir traten wieder ein paar Fehler auf. Drum hat Blaze das jetzt mal probiert und wir werden mal gucken, ob wir
das jetzt mal zum Laufen kriegen. Sehr kompliziertes Passwort haben wir jetzt drin. So. Vielleicht nochmal kurz was zu der Mission. Ja. Stehlt den SUV. Also. Richtig, stehlt den SUV. Das sagt Prozent 20, eigentlich schon, Prozent 20. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Also, unser Ziel ist in Stary Sabor und da steht irgendwo ein SUV, den wir finden müssen und stehlen müssen und wieder zurück zur Base bringen müssen. Und ja, eigentlich hauptsächlich Infanteriekampf und ja, zum Transport haben wir einen Humvee. Aber das seht ihr jetzt alles gleich. Blaze, ich glaube, du hast viel zu oft DayZ gespielt, weil dieses Stary Sabor ist so ziemlich das Hauptziel von allen gewesen, weil dort die meisten Waffen rumlagen. Aber okay, ich kann mich jetzt auch täuschen. Naja, also DayZ, ich muss sagen, DayZ ist zwar eine nette Idee, aber ich finde es jetzt, bin halt ein bisschen scheiße, dass die ganzen Leute, die sich Armor nur wegen DayZ gekauft haben, gar nicht so diese taktische, militärische Seite von Arma sehen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, ich glaube, die kommen dann erst noch dazu. Deswegen hatten wir ja auch so viele Anfragen von DayZ-Spielern und das ist, ja. Ja. Etwas bescheiden, also. Ja, so Leute sollte man eigentlich eher meiden, die. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Das ist ja jetzt ja, nicht so dahingestellt, natürlich. Nur wenn da die Frage kommt, ja, warum kann ich keine Außenperspektive machen in der Mission oder was, ist natürlich dann, ja, okay, dann wissen wir gleich, woher es kommt. Weil die meisten da irgendwie in der Außenperspektive rummeinen oder ohne Ace, Acre und sonst welche Mods spielen, die sich dann auch überhaupt nicht mit Mods auskennen und ja. Da ist dann ja, natürlich das dann Verständnis sehr gering, also. Ja, ein bisschen schwierig, denen dann auch alles zu erklären. Ja, eben. Du, ich könnte mich mal als Sniper so ein bisschen machen und du als LMG oder als normaler Schütze oder was? Oder wie? Oder was? Ach ja, ein LMG würde ich gern nehmen. Ja, okay. Machen wir das so. Ich habe jetzt eine normale Sniper. Ich weiß gar nicht, haben wir auch eine Schalldämpfte hier drin? Das M24, das ist ja mittlere Entfernung, kann man hier, glaube ich, nur machen, ne? Ja, das sollte reichen. Das, was wir brauchen. Okay. So, was lädt die für Munition? DMR-Magazin, ist das das? Weiß ich jetzt gar nicht. Was habe ich für eine Waffe? M40A3, was lädt die für Muni? Oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Die hat diese 5-Schuss-Muni. Diese 5-Round-M24, die nimmt die, glaube ich, auch. Ja. Jo, passt. Und bei mir hat der erstmal eine Menge 30 Rounds Stangenmagazine reingetan, die ich natürlich alle nicht brauche. Ja, ich werde mich jetzt mal hier vollladen. Habe ich ja noch eine Pistole irgendwie drin. Gerade blöd irgendwie. Damit. Low Ammo. 100 Round M24. Ach nee, dann nehme ich lieber die 200 Round. Die gibt Frage ja kein ist jetzt, Gewicht. Die Frage ist jetzt, ob ich auch eine. Warte mal, ich sollte mir vielleicht einen Rucksack mitnehmen, nur kann ich eine Waffe in den Rucksack reinpacken? Oh, du hast das ist. Gar keinen Rucksack dabei, ne? Doch, also bei mir wird einer angezeigt. Ach, ein Rucksack, eine Rucksackkiste? Nee, die habe ich nicht. Okay. Weiß auch gar nicht, ob das geht. Das ist. Aber du hast ja standardmäßig einen. Der wird bei mir nicht angezeigt. Nicht? Also bei mir wird er angezeigt und ich kann auch Waffen laden. Irgendwie bei mir nicht. Ich naja, auch einen drauf, aber egal. Schatten halte ich gar kein Gewehr, aber ist egal. Gut, dann werde ich jetzt mal den Scharfschützen machen. Du hast auf sehr leichten Schwierigkeitsgrad, oder? Weil ich das kann gut sein, ja. Dann habe ich das vergessen einzustellen. Ist wurscht. Benutze einfach nicht die dritte Person, also. Nö, es geht darum, dass ich hier deinen Namen sehe, aber ich glaube, das ist so eine Ace-Einstellung, die jetzt hier sowieso noch fehlt, weil Ace noch nicht draußen ist. Okay, Kompass funktioniert. Stary Sabor. War oben irgendwo im.
Ja, wie weit ist das weg? Ah ja, ich sehe schon. Jetzt. Dann mache ich mir mal einen Wegpunkt hin. Und das sind 3,4 Kilometer. Achso, willst du mit Fahrzeug fahren, ne? Oder einem Ja, Fahrzeug? also erstmal ein bisschen. Wir können ja in die Stadt davor. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Willst du fahren? Ja, Muss ich. nämlich noch ein bisschen an meinen Grafikeinstellungen schrauben. Okay. Ja. Okay. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Sound habe ich ein bisschen runtergestellt. Es kann sein, dass ich dich wahrscheinlich auch noch ein bisschen runterstellen muss, dass ich etwas leise rüberkomme. Ich kann ja mal mein Mikro ein bisschen mehr an die Fresse halten. Und ich mach meins ein bisschen weiter weg. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ja, wie man sieht, manche Texturen sehen absolut bescheiden aus. Ich habe jetzt immer noch nicht herausgefunden, ob das jetzt von meiner Auflösung kommt, aber ich glaube, mein Handy vibriert. Umso näher man kommt, umso besser sieht es dann aus, aber von der Entfernung her fehlt irgendwie was. Also. Ja, so kann ich bestätigen. Sieht auch irgendwie anders aus als in Arma 2 auf jeden Fall. Also wirkt irgendwie viel farbenfroher, zumindest bei Ja, mir. ja, ja. Aber was ich jetzt sagen muss, trotzdem ich jetzt noch hohe Einstellungen habe, spiele ich jetzt während der Aufnahme noch mit 45 Frames. Direkt auf der Straße sehe ich jetzt eigentlich keinen. Da habe ich ein paar rumlaufen sehen vorhin. Direkt auf der Straße ist natürlich auch grenzwertig, aber okay. Ja. Oh, wie schnell die Robben, ja? Bist du im Rennen langsamer? Kannst ja auch noch den Sprintmodus anmachen Ja, beim eben. Robben. Ah, ich sehe einen. Feuerfreigabe? Ich sehe ihn selbst noch nicht. Der steht direkt unter dem blauen Schild, was auf 12 Uhr Ah, ich ist. sehe es. Ja, dann gib mal einen Schuss ab. Okay, getroffen. Natürlich alle. Wir sollten uns irgendeine Deckung suchen. Kommen zu dem Haus hier rechts. Ich habe hier null Sicht. Ja. Ich hätte den Sturmgewehr mitnehmen müssen. Vielleicht kannst du ja eins von den Leichen nehmen. Ja, stimmt. Hast recht. Also hier, linke Seite, keine Chance. Hier rechts siehst du einigermaßen viel. Geht. Aber noch keine Schüsse in eine Richtung. Das hat mich ehrlich gesagt. Okay, dann gehen wir vor. Wie kann man noch mal langsam laufen? W und S. Weil S zusammengedrückt. Zuerst Ah, W und dann Scheiße. S. Genau C war der Combat Walk. C. Hier. Ich mach mich mal ganz klein.
Ich sehe niemanden hier. Okay. Ich gehe nach links zum Haus. Ja. Ich gehe rechts ab. Also meine Frames stürzen drastisch ein, wenn ich irgendwie anvisiere. Jo, da kamen schon die ersten hier auf meiner Seite, an der Straße. Jo, ich geb. Okay, einer ist down. Alles klar. Der bei der Bushaltestelle. Zwei Mann habe ich gesehen. Zwei Mann. Da kommt. Okay, der hat die Straße überquert, ich habe ihn nicht getroffen. Schön die Duck bleiben. Einer befindet sich auf der rechten Seite irgendwo. Ja. Ich brauche auf jeden Fall so ein Sturmgewehr da hinten. Ja. Ich habe hier gerade rechts einen laufen sehen. Guck, ich bleib weiter links. Spaß im Blick. Der läuft weg. Schon über 200 Meter entfernt. Ich hoffe, dass er uns nicht umrundet. Ah, jetzt kommt er zurück. Ich glaube, Gewehrgranaten wären hier auch nützlich gewesen. Ja. Yep. Mal versuchen, über die Straße weiterzukommen. Ja. Also, ich habe das jetzt eine Zeit lang beobachtet, das ist eigentlich passiert. Wir könnten links zu dem nächsten Haus. Ja, dann renne ich schnell rüber. Ja, ich bleib hier. Kannst du weiter die Straße decken, damit ich rüber kann? Jo. Kann ich? Ja. Komm aus diesem langsamen Modus irgendwie nicht mehr. Ah, doch, jetzt. Alles klar, gehen wir bei dir weiter. Ja. Weiter zum Holzhaus. Oh, Feuer. Weiß nicht von wo.
geradezu Richtung Kirche. Die Animation zum Übersteigen von dem Zaun dauert jetzt nicht mehr so lange, das ist schon mal übelst geil. Vorher hast du ja einen abgebrochen, dass du überhaupt mal irgendwie drüber gekommen bist, ey. Das ist ja. Damals war das ja tödlich, ne? Da mal verklickt hat. Ja. Das klang relativ nah. Hab ein Headshot. Deck weiter links. Ist klar, ich warte noch kurz ab. Vielleicht kommt da noch einer. Ja. Der ist mir so richtig schön ins Ziel gerannt. Bin mir nicht 100% nicht sicher, ob ich ihn getroffen habe. Alles klar. Das Geile ist natürlich jetzt hier, die Leichen brechen so richtig schön langsam zusammen, ne? Also so fast Physikeffekte, würde ich jetzt mal sagen, so mäßig. Ja. Hacken dann richtig winzig. Ragdoll oder wie man das nennt. Ja, Ragdoll. Jetzt hier auf der Straßenseite weiter zu krauchen, ist glaube ich ein bisschen zu gefährlich, weil ich hier vorne jemanden habe rennen sehen. Also, also links ist es auch gefährlich. Da habe ich gerade einen laufen sehen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn getroffen habe. Okay. Und ja. Generell ist sehr offen links. Gut, dann gehen wir hier rechte Seite am Haus vorbei. Dann bräuchte ich dich aber mal vorne, weil. Ja, natürlich, natürlich. Überhol dich jetzt. Ich deck mal die rechte Seite mit ab. Es macht mir Spaß irgendwie, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ganz nett. Deine Missionen sind ab und zu auch mal ganz cool. Ja, komm wieder raus. Und zusammen bricht er. Das sieht so cool aus, wie die so die Arme irgendwie so fallen lassen und dann so voll bewusstlos irgendwie so aussehen, irgendwie so. Aber manchmal sieht das dann auch voll scheiße aus, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, den Arm sich in den Arsch steckt oder weiß ich nicht. Ja, okay, genau. Das ist ja noch so ein kleiner Grafikbug, aber. Ja, das ist, glaub, hängt das mit diesem Ragdoll. Verzeihen, also. Ja, natürlich. Die hätte man schon ein bisschen besser machen können. Vielleicht kommt das ja noch. Wo ist jetzt überhaupt unser Ziel, wenn ich mal so fahren darf? Irgendwo in der Stadt. Müssen Achso, das Fahrzeug, okay, das Fahrzeug müssen wir finden. Gut. Ich glaube, jetzt wegen, hier auf der linken Seite könnten noch Gegner erscheinen, also. Da ist irgendwie so eine Ansammlung, die kommen jedes Mal von der Seite, von der linken. Ja. Beobachte mal weiter die Straße. Jo. Ja, ab und zu mal welche kommen. Rückst du weiter vor, oder? Ja, ich rück mal links rum vor, ein Haus weiter. Okay. Hier, ich sehe den Supermarkt. Leiche, die du erschossen hast. Jo, ich müsste jetzt sowieso irgendwann mal. Ich meine, der Sniper ist nicht schlecht, ne? Ein Treffer, zack, weg ist er. Ja. So, okay, ich bin beim nächsten Haus. Guck auf die Straße, du kannst danach. Jo, alles klar. Kannst auch rechts rumgehen. Okay, ich versuche mal zu dem Soldaten hier recht auf der rechten Seite zu kommen. Oh, links von uns! Okay, Scheiße, er liegt auch noch da drüben, ey.
Weißt du ungefähr, wo es herkam? Links vom Berg, ne? Ja, irgendwo da. Ah, fuck, der hat nur die AK dabei, aber keine Muni. Ah, ich guck mal um die Ecke. Jo. Ich rücke an der Straße weiter vor. Also hinterm Haus ist alles klar. Ja, ich komme nach. Komm mal da beim Zaun und dann um die Ecke beim Haus. Rechte Seite ist alles frei. Links auch, soweit ich sehen kann. Okay, check mal hier nochmal die linke Seite, dann musst du halt vorgehen, ne? Och, das ist schmeidig, wie der drüber hupft. Hup. Und weiter geht's. Ah, oh, scheiße, doch nicht. Fuck, ich hab gerade. Da jemand? Ganz sicher. Ich glaube, das ist nur. Ich schätze, dass der irgendwo auf 120 ist. Kontakt. 120. Südosten, sagt er. Ja, zwischen 120 und 140 muss jetzt jemand die sehen haben. Werf mal eine Granate über über dieses Ding da. Du hast noch eine, oder? Ich hab sogar noch eine. Ich werf mal da Richtung Haus. Bisschen weiter vielleicht. Okay, jetzt Was ist war er. davor? Also weiter kann ich nicht werfen. Südosten hat er gesagt. Im Chat, Da also lag gerade natürlich eine Leiche. ist jetzt natürlich sehr leicht, ne, wenn man da immer unten hinschaut, wo. Okay, wo habe ich jetzt jemanden gesehen? Aber die sind eh immer ungenau. Ja. Die Angaben. Südosten, ja. Das ist schon doch ein paar mehr Grad, die da nötig sind, um jemanden präzise zu lokalisieren. Ja, also ich finde, das geht noch. Hab einen. Alles klar. Linke Seite habe ich jetzt nichts War. gesehen. Er war hier bei der Mauer. Und ich habe auch das SUV gefunden. Okay, passt. Ich check mal schnell den seine Leiche. Oh, rechte Seite von uns. Scheiße. Die prallen am Fenster ab, Scheißdinger. Er ist tot. Da ist rechts noch einer. Beeilen. Ja, ich sehe ihn. Der ist auf der Straße. Hast du noch eine Granate?
Ja. Hier wäre es optimal. Werf hier über die Mauer und ich hab den im Fenster gesehen. Sicher, ob du den getroffen hast. Oh, fuck. Nein! Nein, verdammt! Hau mit dem SUV ab! Hau ab! Geh nach den Typen. Warum kann man denn nicht durch die scheiß Fenster schießen? Ich hab's jetzt aus deiner Ansicht. Egal, für die Mission weiter fort. Verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Okay. Ich hab hier den SUV. Oh, Scheiße. Och, komm. Was? Bin gestorben. Nee. Gerade als ich einsteigen wollte. Hä, ich hab's gar nicht gesehen jetzt. Mission failed. Oh, fuck. Das habe ich jetzt irgendwie so ein Scheißding. Ah, fuck. Dann machen wir schon eine Mission. Okay, dann geht wieder alles schief. Aber Bis zum okay. SUV geworden, ey. Bis Ja. zum SUV sind Du wir rennst hier gekommen. immer noch gegen eine Blechmauer bei mir. Blechwand, keine Ahnung, Blechhäuschen, Blechkacke, Scheiße, ey. Ah, okay. Hat trotzdem funktioniert. Wir probieren es auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal. Hat Bis dahin. auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, es läuft auf jeden Fall. Wir probieren dann auch mal andere Maps und mit anderen Einheiten. Dann schauen wir mal weiter. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.